Bullshit, du bist mir da maßlos überlegen, genauso wie der gute TK. Der ist mir uns allen überlegen. Ja, TK ist sowieso der Wortakrobat Nummer 1, oder? Was erzählt die da? Moin, Freunde. Wow, das war jetzt ganz schön weiß hier. Ich bin gerade in Köln unterwegs, Hashtag Fibo, und war gestern schon 4 Stunden lang einkaufen, in der Hoffnung, etwas zu finden. Hab aber leider nichts gefunden, nicht so richtig. Und mein Date war allerdings sehr erfreut darüber. Es hat ihr Spaß gemacht, glaube ich, mir dabei zuzusehen, dass ich nichts finde. Und jetzt habe ich um 12 Uhr heute mein erstes Treffen mit jemandem. Und vorher will ich mal gucken, ob ich nicht noch schnell mal was einkaufen kann. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Shopping-Tipps in Köln, wo man gute Sachen kriegt. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Pieken Kloppenburg und will mal gucken, was sie da rumliegen haben. Gut, bis gleich. So, guck mal Leute, wen ich da wieder im Schlepptau habe. Man wird ihn nicht los, er ist so schön, ich will immer in seiner Nähe sein. Und neben schön ist auch noch sehr erfolgreich. Und deswegen laufen wir uns immer da über den Weg, wo erfolgreiche Leute sind. Ne? Ja, genau. Jetzt gerade auf dem Stichwort Tadeus, ey. Ja. Gerade, TK, was geht ab? What's up? Wir sind gerade auf dem Weg zum Stand von Julian. Es ist so geil, wenn du die Kamera hält, siehst du dich genau bei mir so an. Ja, du bist auch so viel größer als ich, das ist voll unfair. Ich will auch so groß sein. Naja, gut. Und ich sag immer auch so ganz gern, Marc ist so quasi ich in 17 Mal so schön. Ja, oder fast, dass ich erstmal so in die Haare. So. Ich wäre gerne 17 Mal so charming und charmant und hätte so diese jetzt hör aber auf. Akrobatik drauf, die du drauf hast. Bullshit, du bist mir da maßlos überlegen, genauso wie der gute TK. Der ist mir uns allen überlegen. Ja, TK ist sowieso der Wortakrobat Nummer 1, oder? Was fehlt dir da? Was ich mache, ich gucke mir die ganzen Videos an und du weißt, wie es ist. Es gibt drei Shortcuts zum Erfolg. Shortcut Nummer 1, find die Erfolgreichen, lass dir von denen zeigen, wie es funktioniert. So sieht's aus. Wenn sie es dir nicht erzählen wollen, schau dir die Videos ab. Und mach's einfach nach, Step by Step. Yes. Ja gut, damit haben wir auch noch ein paar sinnvolle Inhalte ins Video reingenommen. Und wir machen ein bisschen die Fibo unsicher und wir sehen uns dann gleich wieder. Boah Leute, so, es ist richtig laut und richtig voll auf der Fibo. Wir wollten gerade mal den ein oder anderen interessanten Flirt-Tipp auch von Marc abholen und mal wissen, wie das auch so ist als schöner Mann. Und Trainer für den Kanal Flirt-Profis nochmal schnell was. Sind mal ein bisschen rausgegangen. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, der Marc, der sieht aber sympathisch aus. Der hat auch gerade so viel und so schnelles Wachstum auf YouTube, weil es nämlich genauso ist, dass er ein unfassbar charmanter Mensch ist. Und wer davon ein bisschen was mehr haben will, der klickt einfach auf den Link in der Infobox zu That's Me, Marc Eggers. Ja, sehr gerne, mach das. Ja, was erwartet einen denn? Weißt du, du gibst ein so ein gutes Gefühl, wirklich. Ich schwebe hier gleich über die Fibo, weil ich jetzt echt denke, Mensch, anscheinend bin ich wohl doch nicht so kacke, wie ich selber von mir denke, aber bei mir, ja, Mode, Fashion für Männer. Ich versuche jedem da draußen irgendwie so ein paar Tipps zu geben, irgendwie, wenn man jetzt nicht genau weiß, was soll ich anziehen beim ersten Date, was soll ich anziehen zum Bewerbungsgespräch und sowas, dann gerne mal bei mir vorbeischauen, da kann der ein oder andere vielleicht mal einen ganz coolen Tipp bekommen. Awesome, sehr geil, das wird super. Und ich würde sagen, das ist so die Ghetto Faust. Den mach ich jetzt. Tja, guck mal, wen ich da gefunden habe. Guck mal, das Traumpaar auf der Fibo. Na, alles gut bei dir? Ja, super. Ja, läuft, du siehst gut aus. Irgendwie. Meinst du echt jetzt, oder was? So sieht Julian aus, wenn er im Arsch ist. So sehe ich aus, wenn ich mal aufhören. Ist das nicht der gute Herr Sattinger, der da neben mir steht auch? Und einfach gut aussehen. Wie geht's hier? Läuft. Leute, so, jetzt ist aber wieder gut. Ich bin aber in letzter Zeit sehr viel am Vloggen, merke ich gerade. Ein Tag auf der Fibo geht zu Ende. Wir haben viele Hände geschüttelt, ob es jetzt Julian war oder Marc oder TK natürlich. Und bei Kollega waren wir auch noch kurz. Und jetzt ist halt im Endeffekt aber genug für heute, weil jetzt geht's nach Hause. Sagt die junge Mövenpick-Dame, sagt, ja, das stimmt. Genau, sie lacht einfach, während der gute Wiegand sich jetzt gerade noch eben schnell ein Eis holt, machen wir uns dann auch so langsam wieder auf den Weg, noch ein bisschen was schaffe, weil heute gibt es ein ganz, ganz, ganz spannendes To-Do,
Wir stehen vor der Zusammenarbeit mit einem ganz, ganz interessanten Partner und das muss natürlich passieren. Das heißt, da muss auch was gemacht werden dafür und da werde ich mich jetzt noch ein bisschen drum kümmern, auch wenn heute Sonntag ist. Gut Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und wenn ihr mehr Vlogs wollt, wenn ihr mehr aus meinem Leben sehen wollt, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da, schreibt das ruhig auch mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im Mentoring bei dem ersten Link unter diesem Video. Bis dahin erstmal viel Spaß, alles Gute und ciao!